So, hallo, hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge 976, wieder in gewohnter Qualität, also in verlustfreier und überhaupt, weiß nicht, wie lange die Folge heute wird, aber trotzdem nehme ich jetzt die verlustfreie Qualität mal wieder von der Sprachmemo-App. Und ich hoffe, es geht euch gut. Es ist Samstag, der 31. wie ich jetzt beinahe gesagt, der 21. September. Ich habe Dezember im Mund gehabt, aber Silvester haben wir noch nicht. Also der 21. September, es ist also Herbst. Und ich hoffe, mal sehen, ich bin gerade aufgestanden. Ich habe heute ein bisschen länger geschlafen, also ich war zwar zwischendurch wach, habe aber wunderbar geschlafen. Also wunderbar geschlafen, wie man es von mir nun mal kennt. Wunderbar ist bei mir, wenn ich... 95%. Ja, du quatsch mich nicht voll. Und jetzt mache ich mir erstmal einen guten Morgen-Kaffee, weil ich den einfach morgens brauche. Und ich hoffe, dass der Tag heute ganz ruhig wird. Also ist er ja auch schon. Und ich meine, ja, ich fühle mich auch eigentlich ganz wohl. Und zwar auch ein bisschen müde, aber gut. Ja, inzwischen haben die Silbervögel, gestern hatten Flo und ich noch darüber geredet und ich glaube irgendwann auf dem Abend dann haben die Silbervögel den die 21 raus, also die Besprechung zur Folge 21, die grüne Hölle rausgebracht. Also könnt ihr euch anhören. Ja, aber wie gesagt, so langsam. Bald kommen ja auch die neuen Antenna-Folgen raus. Mal gucken, wie die so werden. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich verfolge das ja nur noch so nebenbei. Also natürlich interessiere ich mich auch noch für die neuen Folgen, aber jeder hat so seins. Das ist einfach so. Und momentan sind ja viele Leute auch begeistert in den Gruppen, merke ich ja an dem, was sie posten. Von der Sprachmemo-App. Also ich merke, dass das ankommt mit der Sprachmemo-App von Apple. Finde ich sehr gut. Also ja, das auch an. Alle Leute das jetzt langsam mal entdecken. So. Ja, also klar, jetzt ist ja iOS 18 für alle verfügbar und es ist ja logisch, dass jetzt natürlich die meisten Leute auch damit arbeiten und natürlich auch total froh sind, dass sie jetzt endlich eine App haben, die das kann und nicht, dass sie jetzt irgendeine App kaufen müssen. Ja, wie gesagt, man muss das Stereo vorher noch einschalten. Aber das macht man ja, wie gesagt, über die Einstellungen und dann in Apps rein, ne, in den Punkt Apps und dann auf Sprachmemos und der letzte Punkt ist dann Stereoton. Und ja, ist wirklich super. Ja, Handy ist wieder auf Flugmodus gestellt, finde ich immer am besten. Wird zwar der Ort nicht also die Benennung des Ortes nicht, aber das ist ja egal. Ich meine, ob die Aufnahme nun, ich benenne sie ja sowieso um. Ob die jetzt nun Friedensstraße heißt, da wohne ich nämlich, oder neue Aufnahme, das ist ja eigentlich relativ wurscht. Man kann das ja auch ausschalten. Aber wie gesagt, ist schon schöner, wenn das Handy im Flugmodus ist, weil bei der Sprachmemo-App ist es ja so, dass die dann ausgehen kann, wenn ein Anruf geht. Gut, man kann die Aufnahme ja fortsetzen, das ist ja auch kein Problem. Das ist ja das Schöne. Aber trotzdem würde ich mir bei der Sprachmemo-App auch eine richtige Pausentaste wünschen. Also das wäre noch so ein Highlight. Bei der Kamera gibt es ja das jetzt beim iPhone. Allerdings bei den neueren Modellen, bei meinem Modell gibt es das nicht. Da gibt es keine Pausentaste in der Kameraaufnahme. Schade.
Ja, aber eine Pausentaste für die Sprachmemo-App, das wäre halt auch noch super, weil dann könnte man auch mal Pause machen und ja. Also Pause fände ich schon wirklich bei einer Aufnahme-App wirklich gut. Ich meine, jeder Rekorder hat eine Pausentaste gehabt. Ja, also das, ja, das ist einfach so, ne? Nun ja, aber da stecken wir halt alle nicht drinne, können wir nicht ändern. So, das Ding läuft jetzt. Ich hoffe, der Kaffee wird besser als gestern. Gestern hatte ich ja so einen dünnen Kaffee. Leider ist manchmal bei den Pads so. Aber demnächst kriege ich ja Pads von Amazon. Und mal gucken, wie die sind nachher. Von Shibo sind das welche. Und ja. Ja, das wird natürlich wunderbar. Ja. So, jetzt hat sie aufgehört. Gute Maschine. Machen wir sie auch gleich aus. Ja, sollte man immer nicht vergessen. Ich meine, die geht sicherlich von selbst aus, aber irgendwann, aber naja, es ist immer besser, wenn man die Maschine ausmacht, das Wasser gleich auskippt. Ja, man kann natürlich, also wenn man jetzt natürlich weiß, dass man mehrere Kaffee trinkt, dann lässt man das Wasser natürlich drin. Aber da ich ja nur einen Kaffee trinke, möchte ich da ja schon mit frischem Wasser arbeiten, nicht mit. Unsere So. Bildschirmkante. Sprachmemos. Aufzeichnen. Stoppen. Dauer. 7 Minuten. Neue Aufnahme. 2 und 5. Dauer. Stoppen. Dauer. 7 Minuten. Genau, 20 7 Minuten nehmen wir Sekunden. schon auf. Also seht da, es ist schon irgendwie verblüffend, wie lange man braucht, um sich einen Kaffee zu machen. Manchmal, also damit mit rausgehen und reingehen und so. Aber ja, ist halt so. Aber gut, die Aufnahme soll ja auch ein bisschen lang sein, ein bisschen länger wieder mal. Dann brauchst du halt ein bisschen länger, um hochzuladen. Ich meine, mein Gott, das ist halt so. Aber ich möchte euch ja eigentlich auch eine gute Qualität bieten. Klar kann man auch mal die komprimierte nehmen. So viele Unterschiede gibt es da ja auch nicht, außer dass es vielleicht ein bisschen dumpfer klingt. Aber ja, schöner ist es natürlich, wenn man die verlustfrei nimmt. Aber gut, das ist halt auch Ansichtssache. Ja, so wie immer, alles Geschmack und Ansichtssache ist auf dieser Welt. Ja. Es ist schon erstaunlich, wie man sich in dieses Stereo so verliebt hat. Also wenn ich mir überlege, dass ich früher mit den Rekordern, mit den Kassettenrekordern, die ja alle nur in Mono gingen, mit dem eingebauten Mikrofon jedenfalls, also die ich hatte, es gab sicherlich auch welche mit Stereo-Mikrofonen, aber hatte ich nie. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass die Dinger natürlich meistens Mono waren und für einen das total normal war, also ja, eine Stereoaufnahme so richtig, also klar, man hat dann auch mit Mischpult irgendwann gearbeitet und Tape Deck und da hat man dann natürlich auch ein Stereo aufgenommen, aber trotzdem war ja die Stimme immer noch in der Mitte, ne? Also es war ja noch nicht mit Stereo-Mikrofon, sondern man hat dann, also ich glaube, meine erste Stereoaufnahme war richtige Stereoaufnahme, also so wie das war dann mit dem Minidisc. Und ne, als ich das erste Stereo-Mikrofon besessen habe, sozusagen. Und ja, war schon eine schöne Sache. Und wie gesagt, das war dann das erste Mal, wo ich dann so bewusst auch mit Stereo-Mikrofonen gearbeitet habe, also ab 2008. Ja. Vorher
war alles irgendwie in der Mitte. Zwar auch in Stereo, klar, aber in der Mitte. Immer dieses, ja, mit Nahbesprechungseffekt oder halt, wenn aufgenommen, dann halt, ja, mit irgendwas anderem. Und das Aufnehmen richtig ging ja bei mir erst 2008 los, so mit Situationen aufnehmen. Und natürlich hat mich das immer schon fasziniert. Gab ja schon Leute, die das früher schon gemacht haben mit irgendwelchen Kassettendiktiergeräten. Ne? Aber ja, ich habe nie so eins gehabt, was jetzt wirklich Stereo hatte. Naja, ab 2008 dann der Minidisc mit dem externen Mikrofon, wo ich heute sage, Mensch, schade, ich hätte gern diesen MZ-Dings da gehabt, den mit dem eingebauten Mikrofon. Den hätte ich mir damals mal holen sollen, aber da wusste ich noch nicht, dass es sowas gibt. Ja, das wäre natürlich cool gewesen. Ja, der Kaffee ist gut. Ja. Naja, und dann kam irgendwann erst nebenbei so ein Hörnchen hier. Karamell. Ja, und dann kam irgendwann der Olympus bei mir, 2011. 2009 kam er, glaube ich, raus, der 550, die M550. Und 2011 hatte ich ihn erst, also Spätzünder, aber egal. Und das war natürlich eine Riesensache, ne? Ein Gerät, das in MP3 aufnehmen kann und auch noch Stereo. Also, boah. Ja. Das war natürlich cool. Naja, und jetzt kann sogar das iPhone in Stereo aufnehmen. Bei Nokia-Handys ging das ja, wie gesagt, eine Zeit lang auch. Aber klang halt noch sehr komprimiert, glaube ich. Also ich hatte nie Nokia, was Stereo aufnahm. Also diese hier 3660 und 6630, das waren ja die letzten Nokias, die ich hatte, die sich sehr, sehr ähnlich waren. Da war ja Talk dann drauf. Die hatten eine, ja, es nannte sich ja Soundclear. Soundclear, und das war natürlich, das konnte man natürlich überhaupt nicht verwenden. Also klar, so für so kurze Sachen auf dem Handy ging das immer noch. Aber sonst. Ging das so gar nicht. Und da bräuchte man ja auch, ein extra Datenkabel. Und zusätzlich noch eine Software, um die Datei da irgendwie. Ja, also, das waren ja noch ganz andere Zeiten. Heute verschiebt man seine Datei einfach in irgendeine Cloud oder irgendeine Box oder Dropbox halt. Eine Box, ja, ist ja auch eine Cloud. Und dann ist gut, ne? So macht man das heute. Also vom Audiorekorder dann zum Handy. Ja, und heute ist es halt so, dass ich zwar die ganzen Olympus-Geräte habe, aber letztendlich nehme ich natürlich viel öfter und viel lieber mit dem Handy auf, weil
weil man die Datei halt einfach gleich zur Verfügung hat. Ne? Ja, nebenbei esse ich. Aber das gehört auch dazu. Es gibt einige, die würden wahrscheinlich sagen, das geht gar nicht im Podcast. Aber diese Leute gibt es immer und ja. Letztendlich ist es ja mein Podcast. Oder anders gesagt, wenn ihr einen Podcast macht, dann könnt ihr ja selbst entscheiden, was da drin ist. Ja, also. Klar, was anderes wäre es jetzt, wenn man mit dem Podcast Geld verdient. Aber es ist ja mein Hobby, es ist meine Freizeit und zur Freizeit gehört eben auch Essen. Also, so ist es halt. Ja. Dann weiß auch, was gegessen. Naja. Ja, es gibt jetzt auch wieder den Podcast Die rasende Hängematte. Das war ja mal ein TKKG-Podcast, der dann irgendwann wurde der ersetzt oder durch die tosende Hollywood-Schaukel. Das hat sich dann aber auch erledigt gehabt. Jetzt ist es wieder Die rasende Hängematte. Aber da wird nicht nur die TKKG behandelt, sondern jetzt auch mal zwischendurch andere Hörspiele. Ja, also. Hörspiel-Podcasts werden immer mehr und ja, deshalb würde ich zum Beispiel sowas nicht machen. Ich würde nie einen Hörspiel-Podcast machen, also jetzt für ein Hörspiel oder so oder über Hörspiele rezensieren. Aber nicht, weil ich es nicht gut finde, um Gottes Willen, ich höre die Dinger ja alle. Aber mir wäre das erstens viel zu anstrengend, dieses ganze Recherchieren und dann, du musst ja das Cover auch beschreiben und was ich was alles. Und ja, oder gut, oder ich müsste es halt auf meine Art rezensieren. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie jetzt ein Hörspiel rezensiert. Natürlich, das mache ich ja hier auch manchmal und dass ich hier auch mal meine Meinung sage, aber dass ich das jetzt regelmäßig mache mit irgendeinem Hörspiel und dann jedes Mal irgendwie sage, das ist gut und das ist schlecht oder so, ja, das ist ja auch alles immer Ansichtssache, ja. Und man möchte ja dann auch nicht irgendwelche anderen Leute verärgern, die dann nachher vielleicht sauer sind, weil ich irgendwas gesagt habe, was die nicht so empfinden. Und das ist halt immer schwierig bei sowas. Ich meine, diese Formate sind ja alle super, ne? Aber nö, ich möchte lieber so einen Kaffee-Runden-Dings-Podcast machen, weil da kann man natürlich auch mal das ein oder andere kritisieren, aber ich kann halt über alles reden. Das ist das Schöne. Ne? Ich kann halt wirklich sagen, ich rede, deshalb finde ich es ja auch gut, dass es einfach nur die Nummer da steht und die Beschreibung ist einfach nur, hier ist Podcast von Sven Heidenreich Folge. Weil dadurch ist halt alles offen. Ne? Also hier kann alles rein. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Dass es nicht so themenspezifisch ist, ne? Sondern dass es einfach wirklich ein Podcast ist, wo halt alles Mögliche rein kann und
ja, keine Tabus letztendlich gibt. Ich meine, klar, Tabus gibt es immer, aber das macht ja dann irgendwie, die Tabus sind ja dann meistens von anderen, also von Upload-Filtern oder von, weiß ich, keine Ahnung. Also da wird ja letztendlich ein bisschen kontrolliert, oder dass man halt nicht viel Musik reinladen darf, ne? Weil bei Spotify für Podcaster, weil Spotify ja Künstler haben möchte, also man soll sich ja als Künstler da registrieren und Geld verdienen, ne? Also das sind so eine Sachen, das sind natürlich dann eher die Einschränkungen, aber so mache ich ja eigentlich, kann ich ja machen, was ich will. Ja, ich kann heute über das Wetter reden, morgen kann ich über, weiß ich nicht, über die Lottozahlen reden. Was ich natürlich nicht mache, weil erstens spiele ich kein Lotto und zweitens, na gut. Das wäre ja auch mal ein Gag. Einen Podcast machen und in diesem Podcast einfach nur irgendwelche Lottozahlen von irgendwelchen Lottospielen einfügen. Also nicht jetzt das aktuellste Lotto, sondern einfach aus Gag immer so, das hört sich wahrscheinlich, das würde sich wahrscheinlich keine Sau anhören, aber das wäre mal so ein, das wäre mal so ein Gag, die Lottozahlen als Podcast. Und dann immer, guten Abend und herzlich willkommen zur Lottoziehung. Die Zahlen da lauten 2, 5, 8, 4, 5, 3, Zusatzzahl, also ich weiß, keine Ahnung. Ja. Ja, das wäre dann so ein witziger Podcast. Ne? Würde man natürlich, ist natürlich Quatsch sowas. Ne? Aber sowas ist, muss auch mal sein. Einfach mal so ein Podcast, wo einfach mal nur sowas hochgeladen wird. Sowas ist ja auch Nostalgie. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, es gibt ja Leute, die vielleicht in den 50ern oder in den 40ern, ja gut, dann sagen wir mal 50er, die Lottozahlen geguckt haben, so ältere Menschen. Und stellt euch mal vor, es gäbe sowas als Podcast, wo man dann sowas nochmal nachhören könnte. Also bei YouTube stellt man ja sowas letztendlich auch rein. Also 100%. Dicker, du Dicker, jetzt geh doch mal weg vom Handy. Oh, es ist auch aufs Regal gesprungen. Ja, ja, also so Nostalgiefaktor hat es ja auch. Ne? Und es ist schon erstaunlich, was so alles restauriert wurde. Ja, also die Karell-Show zum Beispiel, da habe ich ein paar Folgen jetzt auch gesehen und ja. 7 Tage, 7 Köpfe habe ich letztens mal bei YouTube. Das fand ich ja auch immer lustig. Ne? Mit Gabi Köster und Karl Dall, ja. Also die richtigen Größen noch. Also das, ja. Natürlich ist natürlich auch vieles inszeniert. Ne? Also ich meine, die proben ja auch und ja, also das, was für uns spontan meistens rüberkommt, ist natürlich geprobt. Ne? Und das finde ich natürlich auch immer ein bisschen schade. Ich finde gerade diese spontane Comedy, also wenn sich einer wirklich hinstellt, sich irgendwas ausdenkt, also gar nicht mal überlegt, ja. Ich finde es immer schade, wenn ich immer so höre, diese Comedy-Leute haben ihre Programme und spielen dann meistens immer das Gleiche ab. Und dann, ich finde einfach so Stand-up-Comedy, nennt man das so. Also Leute, die einfach aus dem, einfach irgendeinen Blödsinn erzählen und du lachst. Ja, das muss ja noch nicht mal stimmen, oder? Das muss ja noch nicht mal was Aktuelles sein, aber einfach. Wenn Leute, ich habe jetzt kein Beispiel für jemanden, aber wenn halt Leute einfach wirklich, weiß ich nicht, die stellen sich hin und erzählen dir, weiß ich nicht, irgendeine Geschichte und die haben sich die Geschichte aber gerade ausgedacht und die hat überhaupt nichts mit dem wahren Leben zu tun und du lachst dich schief. Sowas finde ich einfach geil. Ja? Und sowas gibt es eigentlich, finde ich, viel zu selten. Ja? Also einfach Leute, die einfach sich auf die Bühne stellen und jetzt gar nicht mal Stadien füllen oder so, sondern einfach, weiß ich nicht, die erzählen ja einen Blödsinn und die ganze Meute lacht. Und sie lachen selber auch, weil sie sich das gerade ausgedacht haben. Ja, das ist Spontane fehlt bei vielen einfach. Ja. Und es muss ja auch nicht so politisch sein, finde ich. Ja. Also ich fand zum Beispiel die Geschichten von Helge, die er immer erzählt hat, ich weiß ja noch nicht, ob er sich die Geschichten spontan ausdenkt. Aber vieles bei Helge war, glaube ich, auch spontan. Also ich glaube nicht, dass der sich diese Geschichte mit der Katze da, dass der sich das aufgeschrieben hat irgendwo. Also ich glaube schon, dass er sich das irgendwie ausgedacht hat, irgendwann mal und irgendwann mal erzählt hat und dann kam es halt an und dann hat es halt immer wieder erzählt. Aber
Ich meine, du merkst es bei manchen ja auch, wenn sie dann selber lachen. Ne? Also wenn sie dann selber irgendwas erzählen. Ja, dieses Stadion fehlen, dieses Stadion füllen finde ich natürlich ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich muss jetzt nicht irgendwas Lustiges haben mit über, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Zuschauern. Also das ist so, im kleinen Kreis finde ich das viel schöner. Ja. Und ich finde es auch schöner, wenn ein Comedy, ich weiß ja gar nicht, ob es sowas jetzt direkt gibt, aber wenn ein Comedy halt wirklich auf die Geschichte aufgebaut ist. Also nicht auf den Entertainer, der die Leute unterhält, sondern auf, wenn es halt um diese Geschichte geht, also um das Lachen letztendlich. Ja, also nicht, da steht jetzt der unterhält die Leute, sondern die Leute sollen, finde ich, über die Geschichte lachen, weil das ist ja das, worauf es ankommt eigentlich. Und natürlich, dass es jemand gut macht, klar. Aber ich finde, es hat mir zu sehr auch oft immer diesen Alleinunterhalter-Touch. Also diesen, da steht halt einer, der führt was vor und alle, letztendlich geht's auch wieder um Applaus und Anerkennung und ja. Und dabei ist ja der Gedanke an sich das Geniale. Also die Geschichte, die der erzählt. Ja. Oder vielleicht noch die Figuren, die derjenige erfindet, wenn er sowas erzählt. Ja. Also deshalb finde ich es ja auch gut, wenn man manchmal die Leute gar nicht sieht. Also wenn man mal Comedy für die Ohren macht zum Beispiel. Ja. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, warum muss da immer einer stehen und den muss ich sehen? Und gut, als Blinder ist es natürlich leicht gesagt, aber ich meine, es ist doch cool, wenn du eine Geschichte oder irgendein Comedy hörst und erstmal überlegst und erstmal nachfragen musst, wer war denn das jetzt eigentlich? Die Geschichte war ja geil, ne? So. Das hat so was, ja, das waren die und die oder so, waren halt mehrere oder sowas und dann kriegst du das halt raus und dann freust du dich halt, ach, das sind die Jungs, ach, die sind doch ganz normal eigentlich und ja, die haben diese Geschichte erzählt, so. Sowas finde ich halt viel schöner, als wenn du dann schon vornherein weißt, da kommt jetzt der und der, der füllt die großen Hallen, der ist immer lustig und letztendlich geht es ja wieder um dieses Vermarkten und Alleinunterhalter und oder um, ja, und das finde ich halt immer ein bisschen schade so. Ja. Und letztendlich geht es eigentlich gar nicht mehr um die Comedy oder um die Sache, sondern es geht halt um den Künstler, der vermarktet wird. Ne? Wieder, da haben wir es wieder. Ne? Dieses, ja. Also es gibt halt Künstler, zum Beispiel, ich will jetzt keine Namen nennen, die finde ich einfach nicht lustig. Ja. Also da denke ich mir manchmal, ja, was ist denn daran jetzt lustig, dass der da oben steht und Stadien füllt und, ja. Könnt ihr schon denken, wem ich meine. Also das, wo ich dann so denke, das ist doch nicht mehr lustig, wenn da irgendwie 22.000 oder 30.000 Menschen zuhören sind im Hintergrund. Das ist doch, das hat doch nichts mehr mit Zusammensitzen und Lachen und was essen und das ist viel familiärer. Ja, und wenn ich da sehe, so ein Stadion und da kommt dann so ein Comedy-Mensch rein und der erzählt dann irgendwas und irgendwie 30.000 oder 40.000 Menschen. Nee, das ist nicht meine Welt. Und ich finde es auch übertrieben, wenn so eine Leute Stadien füllen. Also das ist so, vor allem, du hast ja dann auch keinen Anreiz mehr. Was geht denn noch? Ich meine, wenn du so ein Stadion gefüllt hast, was willst du noch machen dann? Also ich finde, man braucht immer so einen Anreiz noch. Also und wenn man es denn letztendlich geschafft hat und so ein Stadion füllt, ja, was kommt denn noch? Also ich finde, Leute, die im kleinen Rahmen was machen, die haben doch noch ein Ziel. Also die wollen halt noch irgendwie was, die sagen sich halt, okay, das nächste ist jetzt halt das und das, das nächste ist halt das und das. Ich finde, das ist ja auch im Leben ganz wichtig, dass man irgendwelche Ziele hat. Ich meine, Leute, die alles erreicht haben, die sitzen dann irgendwann da und sagen, ja, was ist denn jetzt? Mein Leben ist langweilig. Und auch diese riesen Revue-Theaters und so, das ist doch Wahnsinn, ja? Die kleinen Theater, sowas ist doch viel netter. So, wenn so eine kleine Gruppe von Künstlern, die man auch nicht kennt, ja, also nicht jetzt hier die großen, sondern wenn du zum Beispiel so ein Theater hast mit so Schauspielern, die kennt halt keiner, die machen es aber alle gut, die machen es aber auch aus Freizeit oder so und spielen irgendein Stück und es kennt natürlich auch keiner, ja, aber wenn das dann irgendwie ein bisschen bekannter wird und die dann halt, weiß ich nicht, richtig ein bisschen Erfolg damit haben, sowas ist doch viel schöner, als wenn dann irgendwie so
Revues da und dann mit Musik und Tanz und ja, die Karte kannst du kaum bezahlen und ach, das ist doch Wahnsinn. Also das, ja, das ist auch bei Konzerten immer so, wenn man dann hört, was manche Veranstalter oder ich weiß ja nicht, nach wem das immer geht, aber wenn dann Leute irgendwie, wenn du schon von einigen Künstlern Karten kriegst, die 400 noch was kosten, ich meine, das ist Wahnsinn. Ich würde für keinen Superstar der Welt so viel ausgeben. Der kann ja noch so berühmt sein. Würde ich niemals machen. Eben weil du auch nicht weißt, wer das Geld von denen kriegt. Ich meine, das sind ja, werden ja mehrere Leute bezahlt davon. Es ist ja nicht so, dass du dem Star jetzt irgendwie 400 Euro in, sondern da wird der Veranstalter bezahlt, da werden die Techniker bezahlt, da wird, ne? Das ist doch Wahnsinn, also. Nee. Die kleinen Sachen sind immer schöner. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich ein kleiner Podcast bin, dass ich nicht irgendwie so eine riesen Hörerschaft habe und dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Ding erfüllen muss oder, sondern dass ich halt einfach so ein Nischen-Podcast bin, wie man das so schön nennt, ne? Nischen-Podcast. Und das finde ich okay für mich. Es ist für mich einfach okay. Ja. Und das ist ja auch immer, man ist ja noch ein bisschen freier, wenn man alleine ist. Also wenn man alleine ist, will ja nicht allein sein. Wenn man kleiner ist, wollte ich sagen, dann ist man ja doch ein bisschen freier, weil man keinen Druck hat. Ja? Ich muss nicht Folgen veröffentlichen, ich kann es auch sein lassen, aber ich mache es. Ja? Da kommt keiner und sagt, du Sven, wir wollen jetzt in die nächste Folge in, weiß ich wie viel, die nächste Folge muss bald kommen oder sowas. Ne? Das ist doch genau das, worauf es bei mir ankommt. Ne? Und dadurch kann ich halt so einen Laber-Podcast machen. Kann aber auch jedes Thema nehmen. Ne? Klar, gibt immer Leute, die sagen, was macht denn der, das interessiert mich doch nicht und so. Ne? Gibt immer Leute, die das nicht gefällt oder die was nicht gut finden. Aber gut, die haben ja die Großen auch. Nur die Großen haben dann wieder das Problem, dass sie das natürlich in Massen haben. Also die haben die richtigen krassen Fans in Massen. Die haben aber auch die Kritiker in Massen. Ja? Und müssen sich dann mit irgendwelchen Kommentaren und... Also wenn ich manchmal so bei TikTok gucke, wie viele Kommentare da drin sind. Ich glaube, da gibt es Leute, die haben über 1000 Kommentare bei TikTok. Wer kann sich denn sowas durchgucken? Das ist doch unnormal. Also das, boah, nee. Also denn, ich glaube, wenn das bei mir passieren würde, würde ich die Kommentarfunktion ausschalten. Also so gar nicht meine Welt. Also das ist einfach... sich da mit jedem Kommentar da rumschlagen und nee, also ja, da bin ich lieber so, wie ich bin und meine eigene, wenn es dann drei Leute gibt, die das gut finden und oder die vielleicht sich sogar inspirieren lassen und dann einen eigenen Podcast starten, so wie es bei Markus ja war, sowas ist doch viel cooler, ja, und Markus hat ja auch ein eigenes Konzept gestartet, er hat mich ja nicht kopiert, sondern er hat ein eigenes Konzept genommen und letztendlich macht er jetzt das, was er möchte und da, darauf kommt es eigentlich an. Ja? Und das finde ich hier viel cooler einfach. Wenn jemand sagt, ah, Sven macht einen Podcast, ach, der quatscht so ein bisschen rum, ach, ich habe jetzt auch Lust, einen Podcast zu machen. Ich mache zwar nicht das, was er macht, ich mache was Eigenes, aber zack. Und so setzt sich das weiter fort. Und das finde ich einfach... viel schöner, als wenn jetzt jemand mir ständig sagt, oh, super, oder ein anderer sagt, scheiße, was du machst. Nein, wenn sich da was draus entwickelt, ist es schön. Ja, und das ist eigentlich das größte Geschenk, was man haben kann. Also wenn jemand sagt, oh, du hast mich jetzt gerade auf eine Idee gebracht, jetzt starte ich was Eigenes. Und das ist eigentlich das Schönste daran. Ja. Und weil es gibt nichts Schöneres. Ja. Ich meine, dass jemand deinen Podcast gut findet, ist ja eine Sache.
Ja, und freut einen ja auch. Aber wenn dann noch was draus entsteht, wovon ich auch noch profitieren kann, also wo ich dann auch sage, oh geil, er hat jetzt einen Podcast gegründet, den Podcast finde ich wiederum gut. Denn es ist ja auch was Gegenseitiges. Ne? Also ich kann seinen Podcast gut finden oder ihren Podcast gut finden und derjenige kann meinen Podcast gut finden. Und schon hat man eine Ebene. Ne? Und das ist doch viel schöner eigentlich, als wenn man jetzt nur jemanden hat, der einen Honig ums Maul oder einen anderen, der da noch dauernd nur kritisiert, weil er sonst nichts Besseres zu tun hat. Und du denkst dann, ja gut, und meistens kritisieren ja die Leute, die sogar gar nichts Eigenes so groß machen. Ne? Wo man dann so denkt, naja, ich kritisiere ja auch, ne? Aber ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, im Kommentar zu schreiben, weiß ich nicht, das ist so und so, das würde ich nie machen. Weil ich einfach sage, derjenige wird sich ja was dabei gedacht haben. Und vor allen Dingen, es lesen ja alle. So, wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei irgendjemandem im Kommentar schreiben würde, weiß ich nicht, das ist so und so. Also als Kritik so, ne? Dann weiß ich doch, dass das lesen zig Leute, wahrscheinlich. Und das möchte ich ja auch nicht. Also ich möchte ja nicht als der Kritiker dastehen, ja? Dann schreibe ich lieber was Gutes rein, weil ich einfach auch, wenn dann würde ich was Gutes reinschreiben. Ja, weil ich will ja auch nicht da, dass die Leute irgendwann mal sagen, ach, jetzt schreibt Sven wieder seine hässlichen Kommentare drunter. Und sowas entwickelt sich ja dann auch. Wenn du immer nur Sachen reinschreibst, die schlecht sind, dann bist du irgendwann der, ja, dann kriegst du daher noch den Ruf oder so. Ja, ach, da ist er wieder, er will wieder austeilen, so, ne? Und das möchte ich ja auch nicht. Also das, um Gottes Willen. Ich glaube, den Ruf möchte keiner, ja. Und nee, dann lieber, ich finde sowieso dieses Kommentieren, also manchmal oder auch gut, bei YouTube ist es ja sogar noch mit Daumen hoch und Likes und so. Ich finde Likes sowieso blödsinnig, weil, oder Daumen runter, ja, was heißt Daumen runter? Es gefällt ihm nicht oder ihr nicht, aber das ist okay, ja, aber muss man das sehen? Also, das ist so ein bisschen wie, ja, Flo und ich vergleichen das immer. Also Flo hat ja mal den Vergleich mit der Arena in Rom, ne? Daumen runter, Daumen hoch und so, ne? Das ist einfach, boah, dieses Bewerten immer. Warum müssen wir uns eigentlich immer bewerten? Warum können wir nicht einfach mal was hinnehmen und sagen, okay, der hat jetzt das gemacht. Warum muss ich denn immer den Like geben oder noch schlimmer ein Dislike, ne? Also noch schlimmer wirklich Daumen runter. Das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Ich habe noch nie ein Video auf gefällt mir nicht gemacht. Nie. Würde ich auch nie machen, weil warum? Ja. Entweder mache ich auf gefällt mir oder ich gucke mir das erst gar nicht an oder ich mache halt auch gar nichts. Aber ich würde nie dem noch signalisieren, das ist auch nicht doll, was du da machst. Weil jeder hat sich doch was dabei gedacht. Und klar, ich kann den privat anschreiben und kann sagen, du, weißt du, das gefällt mir nicht, dies gefällt mir nicht. Aber letztendlich kann es dem ja auch egal sein. Wenn derjenige das so machen möchte, dann macht er das so. Dann kann ich ihm ja viel erzählen. Und gerade wenn Leute was aus Freizeit machen. Wenn jemand sowas beruflich macht und du dafür bezahlst, dann ist es eine andere Geschichte. Dann kriegst du ja, du zahlst ja Geld dafür, also hast du natürlich auch das Recht, was zu verlangen, weil man hat ja Geld dafür bezahlt, ne? Aber gerade bei Leuten, die was umsonst aus Spaß machen, wenn ich dann noch anfange, die auseinanderzunehmen, warum eigentlich? Was habe ich denn davon? Weil erstens bin ich mal überzeugt davon, dass die ihre Formate trotzdem nicht ändern werden, weil sie ja davon überzeugt sind. Ich meine, jeder, der das macht, was er macht, man kann Tipps geben. Das ist eine andere Sache. Wenn ich zum Beispiel sage, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Tipp hat für eine bessere Stereoaufnahme zum Beispiel, um mal mein Lieblingsbeispiel zu machen, und jemand schreibt jetzt irgendwie rein, du, ich habe den riesen Tipp, dann klingt dein Podcast noch besser. Nimm mal die App so und so. Zum Beispiel. Das ist ja, sowas ist ja cool, weil dann profitiere ich als Podcaster ja auch noch davon und sage, ey, cool, danke für den Tipp, das klingt ja wirklich besser. Ne? Sowas zum Beispiel. Sowas müsste eigentlich viel öfter so in den Kommentaren auch bei den Großen stehen. Ja? Wie sie was besser machen können, ohne dass man die jetzt angreift, sondern einfach
ja, wirklich so Sachen wie, ja, nimm mal die App so und so oder ey, positionier doch mal das iPhone so und so, dann hast du noch einen besseren Klang. Habe ich ausprobiert, klappt bei mir, sowas. Sowas müsste viel, viel öfter auch bei den ganzen Kommentaren, auch bei YouTube stehen, finde ich. Aber es geht ja immer nur um, ob etwas gut oder schlecht ist, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Und dann entwickeln sich so Diskussionen und manchmal gibt es auch so Hate-Kommentare und statt die Leute wirklich mal so gucken, wie kann das besser werden, ohne dass man den anderen jetzt irgendwie, ja? Na gut, dann beende ich die Folge jetzt, weil die ist lang genug. Dann hören wir uns in der nächsten Folge. In der Folge, das war jetzt die Podcast von Sven Heinrich, Folge 976. Wir hören uns in der Folge 977. Bis dann. Ciao, ciao.